Ich habe letztens ein Spiel für Paluten programmiert mit German Let's Play als Boss. Und jetzt hatte jemand von euch die krasse Idee, das umzudrehen. Also ein Spiel für German Let's Play mit Paluten als Boss. Fand ich gut, deswegen los geht's. Angefangen habe ich mit einer Nachtlandschaft. Also ich habe einfach das Paluten-Game genommen und alles gelöscht, außer das Wasser und den Himmel. Und dann habe ich wieder eine Plattform hinzugefügt, weil auf irgendwas muss man ja laufen können. Soweit so gut, jetzt geht's weiter mit dem Spieler, nämlich German Let's Play. Den haben wir dann natürlich wieder in 3D nachgemacht. Hier seht ihr mal ein paar Versionen, wie er immer besser wurde. Und den habe ich dann ins Spiel hinzugefügt. Ja, hier gab es ein Problem mit den Texturen, aber hier hat es angepasst. Übrigens, weil Paluten öfter mal gesagt hat, dass meine Spieler ins Leere schauen würden. Aber ein bisschen guckt er auch so, als würde er komplett in unsere Seele reingucken. Frechheit. Deswegen haben wir hier jetzt Augenlider hinzugefügt, die man sogar einstellen kann. Neueste 3D-Technologie. Dann habe ich die Farben noch verbessert von den Haaren und vom Pullover, damit man German Let's Play noch besser erkennt. Perfekt. Dann Animationen, kennt ihr wahrscheinlich schon aus meinen anderen Videos. Ja, moin. Dann hatte ich die Idee, das Spiel könnte ja über einem Vulkan stattfinden, also einfach ein bisschen Action reinzubringen. Dafür habe ich erstmal rund um den Spieler herum Berge hinzugefügt, damit es so aussieht wie ein Krater. Wie man Lava macht, keine Ahnung. Deswegen habe ich einfach die Farbe des Wassers geändert zu rot. Sah erst nicht so gut aus, aber nach einigen Feinschliffen mit Lichtern und so weiter war es okay. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass es davor Wasser war. Naja, das Spiel wird aber nicht nur ein Jump'n'Run-Spiel sein, sondern der Spieler hat auch noch einen Angriff bekommen. Und zwar ist es genau der gleiche Angriff, den der Boss im vorherigen Spiel gemacht hat. Nämlich solche Magiekugeln, Laserkugeln. Hier dann noch mit Animation. Diesen Angriff braucht man, um später gegen den Boss zu kämpfen. Aber ich habe auch noch solche Steine hinzugefügt, die man zerstören kann, indem man auf sie drauf schießt. Dann habe ich wieder einen kleinen Parcours erstellt, den man schaffen muss. Da habe ich teilweise Sachen aus dem Paluten-Game genommen. Aber ich habe auch diese Steine hinzugefügt, die man eben zerstören muss. Eis gab es natürlich auch in einem Vulkan. Perfekt. Hier führt dann sogar ein Weg durch die Berge hindurch. Ist ein bisschen unlogisch, dass außerhalb vom Vulkan auch überall Lava ist. Aber egal, ich wollte unbedingt einen Weg, der durch die Berge durchgeht. Am Ende gibt es wieder eine Röhre und durch die kommt man zum Bosskampf gegen Paluten. Der Bosskampf findet auch in einer Lavawelt statt mit einem Nachthimmel. Damit man nicht sofort stirbt, wenn man in die Welt gelangt, habe ich eine Plattform hinzugefügt. Jetzt zu Paluten, dem Boss. Paluten hat mal das hier in einer Reaction gesagt. Er sieht halt wirklich so aus, als würde er, als wäre er auch vielleicht so ein bisschen besessen. Hallo Leute. Ja, vielleicht lag Paluten gar nicht so falsch und vielleicht war er eher schon die ganze Zeit der Bösewicht in diesem Spiel. Naja, ehrlich gesagt war das nicht so geplant, aber so sah der Paluten-Boss dann aus. Sehr, sehr wild. Und das hier war sein Angriff. Ja, ich hatte noch nicht programmiert, dass man Schaden bekommt. Hier hatte der Boss dann schon eine künstliche Intelligenz. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht von der Plattform geschleudert wird. Okay, es geht los. Das German Let's Play Game. Wir werden versuchen, den Boss zu besiegen. Als erstes hier diese Mauer. Das ist einfach. Als nächstes kommen... Wow. Oh mein Gott. Was war das denn? Neuer Versuch, neues Glück. Okay. Dann diese Riesenwand, die konnte ich jetzt schon von etwas weiter weg zerstören. Und bitte, schaffen wir es noch? Bäh. Nein, nein! Ich hätte einfach warten sollen. Gut. Hier habe ich einfach mega viele Steine hintereinander hinzugefügt. 1, 2, 3. Und jetzt geht's durch den Steinweg. Nein, 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 nein! Wie konnte ich bitte an der Stelle sterben? Okay, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier kann man jetzt durch den Berg durch. Wir müssen nur kurz den Weg freischalten. Und schon geht's hier weiter. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen unlogisch, dass hier überall auch Lava ist. Das sollte eigentlich ein Vulkan sein, aber... Nein! Ich lösche jetzt einfach kurz die Zacken aus dem Spiel. So, zack, besser ist es. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt Cheaten nennen kann, aber... Naja, und auf geht's zu dem Bosskampf. Okay, wo ist er? Da! Er verfolgt uns schon. Der Riesenpaluten, er hat noch volle Leben. Oh, warum habe ich ihn nicht getroffen? Nein! Okay, das war schon mal ein sehr, sehr schlechter erster Versuch. Wie gesagt, ich habe eigentlich unendlich viele Leben, aber meistens ist es so, wenn der Paluten einen einmal trifft, fliegt man von der Plattform.
Boah, man muss den Paluten 5-mal treffen, dann hat man ihn besiegt und boah, ihr seht es schon, der Paluten kann auch springen, wenn man zu weit von ihm entfernt ist, springt er einfach zu einem. Zack, boah, ich habe ihn schon 2-mal getroffen, das ist schon ziemlich gut. Oh nein, er springt wieder auf mich zu und er greift an, aber er hat mich nicht getroffen. Er hat fast keine Leben mehr, aber ich bin hier irgendwo am... Nein! Okay, das war richtig knapp, jetzt muss ich es aber schaffen. Boah, okay, das war richtig knapp. Alter, der ist so krank drauf. Okay, ich glaube, er braucht nur noch einen Schuss und zack, ich habe ihn besiegt. Yes! Und wie ihr sehen könnt, er hat sich wieder verwandelt in den normalen Paluten. Er war nämlich verzaubert und jetzt haben wir ihn von dem Zauber befreit. Das ist die Story, die ich mir ausgedacht habe. Übrigens, ihr könnt das Spiel auch selber gerne mal testen. Link dazu wird in der Beschreibung sein. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, aber dann könnt ihr das auf jeden Fall auch spielen. Dann danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auch gerne das Video hier an. Hier habe ich mal wieder Spiele von Zuschauern gespielt. Hä? Sieht irgendwie voll ähnlich aus. Aber nee, okay, hier ist es schon anders. Warum sterbe ich nicht auf der Zacke? Egal, machen wir einfach weiter. Ich weiß nicht, ob das so sein soll.